Gut, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz und Vorlauf zum Auswärtsspiel beim Balinger SC. Zunächst wieder aus dem verletzten Stand. Steven Zeller wird ausfallen, genauso wie weiterhin Cedric Reuschen und mehr gegen Felix Zularo. Mergin hat sich in die Zehe gebrochen. Ansonsten sind soweit alle an Bord und spielfähig. Auswahl. Bevor wir zum Balinger kommen, noch vorab die Information: Die Mitgliederversammlung, die diesjährige, wird am Montag, dem 9. Dezember, in der Kongresshalle stattfinden. Wir gehen um 19.03 Uhr. Die Einladung mit den Tagesordnungspunkten wird dann in der nächsten Woche noch verschickt, aber ich weiß schon mal wieder Bescheid weiß. Ansonsten würde ich euch wieder bitten, eure Fragen zu stellen. Ich bin dann Cheftrainer Dirk Lottner und zu meiner Rechten Gregor Joscha. Dann bitte voran. 17 Punkte aus 13 Spielen ist eine gute Bilanz für einen Aufsteiger. Definitiv. Deswegen werden wir auch diesen Gegner wie immer sehr respektvoll entgegentreten, aber natürlich auch mit dem nötigen Selbstbewusstsein, was wir einfach haben können aufgrund unserer Tabellensituation, aufgrund unserer Auswärtsspiele, die wir bislang hatten. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass Balingen ähnlich wie Alzenau als Aufsteiger sehr gut in der Saison drin ist. Auch schon gute Ergebnisse erzielt hat und gerade auch vor heimischem Publikum, denke ich, immer wieder eine schwierige Aufgabe ist. Auf einem Platz, der mit Sicherheit nicht optimal zu bespielen ist, deswegen müssen wir uns auf ein sehr intensives Spiel einstellen, mit Sicherheit auch von vielen Zweikämpfen geprägt. Und da gilt es natürlich dann auch dementsprechend erstmal gegenzuhalten. Kleiner Platz heißt auch ein bisschen taktische Veränderungen oder? Ja, wir wissen nicht hundertprozentig, ob er wirklich kleiner ist. Es sieht halt alles sehr eng und sehr kompakt dort aus, weil die Bande halt auch unmittelbar neben den Außenlinien ist. Wirkt das alles natürlich ein bisschen enger. Haben uns auch nochmal Watzi gefragt, der dort schon mal gespielt hat in seiner Vergangenheit. Er meinte eigentlich, dass es nicht wesentlich kleiner ist, aber es wirkt einfach enger. Ja, es ist natürlich schon so, dass Balingen auch in der gleichen Grundaufstellung spielt, wie wir es in der Regel machen. 3-5-2 mit 2-6er und 10er und 2 Spitzen. Dementsprechend auch gerade in der Defensive sehr kompakt immer wieder agiert und sehr vielbeinig auch um den 16er herum arbeitet. Und ja, all diese Dinge tragen vielleicht dazu bei, dass man auch das Gefühl hat, dass alles was enger ist. Jetzt stehen ja so ein bisschen diese Wochen der Wahrheit an. Spielt jetzt für das Spiel schon eine Rolle im Hinblick, wer es fit oder was man sagt, jedes Spiel? Nein. Oh Gott, nein. Kann man das denn einfach so ausblenden, Gilly, dass jetzt mit Balingen vielleicht außer dem Saarland-Pokalspiel Schaffhausen so der kleinste der kommenden Gegner vor der Brust ist und dass danach dann mit Köln, mit Homburg, mit Elversberg, mit Offenbach dann doch schon andere Kaliber vor der Tür stehen? Ja, also ich denke, auch da sind 3 Punkte zu holen, wie in jedem anderen Spiel auch, und deswegen wollen wir hinfahren und die halt mitnehmen. Und gegen welchen Gegner das dann ist, ist dann ja egal. Gilly, du hast in den letzten Spielen, hat sich Dirk von vorne 3 entschieden, mit dir, mit Eisler und Redi ein bisschen hinten dran. Ist das so eine Formation, die deiner Spielart entgegenkommt? Letztes Jahr habt ihr öfters mal nur mit 2 Spitzen gespielt und einer mehr eigentlich. Ja, aber wir spielen es gut. Wir haben uns auch davor gespielt, wenn wir es anders gespielt haben. Also wie wir das machen, das ist dann auch, ja, wir wollen immer an unser Maximum gehen und das tut jeder. Und wie wir es dann vorne machen, das ist dann ja, nicht egal, aber wir wollen immer 100% geben, ob Sebi jetzt dahinter spielt oder Markus Mendler. Wir wollen Tore schießen vorne und ja, das probieren wir. Du hast jetzt deine bisherigen Tore alle zu Hause gemacht. Wir haben auch ein guter Zeitpunkt für das Auswärtstor diese Saison. Ja. Wie hältst du denn die. Entschuldigung. Machen. Wie hältst du denn die Spannung hoch? Weil der
letztmalige Gegner, der Trainer Roland Salz hat es ja schon gesagt, es ist immer dasselbe Spiel. Man muss gucken von Spieltag zu Spieltag in so einer Position, wie man die Spannung in der Mannschaft hält. Wie machst du das denn? Ja, es fängt natürlich erstmal schon mit der Spielanalyse des letzten Spiels an, ne, dass man da auch immer wieder mal aufzeigt, dass nicht alles rund lief, auch wenn man Spiele gewonnen hat, ne, dass es immer noch Punkte gibt, wo man sich weiterentwickeln muss, die wir besser machen können. Aber natürlich auch im Vorfeld jetzt natürlich wieder den Gegner so vorzustellen, dass man auch da wirklich sieht, dass auch Balingen ihre Qualität hat, zweifelsohne. Ich habe jetzt schon im Scherz gesagt, ist so ein bisschen Freiburg 3. Also die haben alleine 11 Spieler, die eine Freiburger Vergangenheit haben, selbst im Profibereich schon mitgewirkt haben. Dementsprechend ist das eine Mannschaft, die auch für Fußball spielen kann. Und das den Jungs auch vorzuzeigen, aufzuzeigen, dass dort Qualität drin ist, das ist eine unserer Aufgaben. Und dann geht es natürlich darum, dass die Mannschaft das auch verinnerlicht und auch so wahrnimmt. Und ich meine, dass man da mit ein bisschen Fußballspielen halt die 3 Punkte holt. Aber ich denke, grundsätzlich haben wir das bislang auch ganz gut hinbekommen. Und wir werden weiter immer wieder daran arbeiten, halt diese Dinge auch immer wieder in den Fokus zu stellen und das, was wir ja eigentlich immer wieder sagen, jedem Gegner wirklich respektvoll und demütig zu begegnen und mit der nötigen Einstellung dann in dieses Spiel gehen zu können, dann glaube ich, werden wir das immer wieder gut hinbekommen, auch die Spiele nachher für uns zu entscheiden. Gilly, das ist ein bisschen schwierig im Sommer, will ich es mal umschreiben. Ist das jetzt alles ausgerollt, auf den Kopf drauf? Bist du völlig zufrieden mit der Situation der Zeit? Zumindest wirkt es mal in vielen Phasen auf dem Platz. Ja, also klar ist natürlich, dass wir Ziele haben, dass wir alles tun, um die zu erreichen und dass wir auch alles einbringen müssen, um diese Ziele zu erreichen, zu stemmen. Und da geht es halt darum, ich weiß nicht, geht es um meine persönliche Situation oder um die Tore? Nee, nicht. Aber ich bin vollkommen zufrieden mit der Mannschaft, ist alles in Ordnung. Wir sind ein super Team und die Ergebnisse zeigen es auch. Dirk, macht bei Beni manchmal den Eindruck, es gibt ja Spieler, denen wirft man vor, sie würden ein bisschen zu wenig laufen, weil Beni hat man manchmal das Gefühl, er läuft zu viel. Ist das noch ein bisschen deiner Jugend so geschuldet oder ist das einfach seine unorthodoxe Spielweise, dass er teilweise auch so einen ganz unmöglichen Weg macht? Ich glaube, dass das eine seiner Qualitäten ist, dass er einfach Dinge macht, die man vielleicht nicht vorgeben kann, aber auch nicht vorgeben sollte, weil es einfach auch zu seinem Spiel dazugehört, Laufwege zu machen mit dem Ball, die halt so ein bisschen instinktiv auch sind. Das macht einen Gilly gerade immer wieder unberechenbar, auch für den Gegner schwer zu greifen. In der Defensive ist es so, dass er aktuell sehr, sehr gut und sehr viel auch gegen den Ball arbeitet, aber das ist etwas, was wir grundsätzlich natürlich von unseren Offensivkräften auch verlangen, dass wir gegen den Ball alle daran uns beteiligen, Tore zu verhindern und dass wir mit dem Ball von hinten heraus auch uns alle beteiligen daran, Dinge einzuleiten. Ja, also das, was ich von den Stürmern fordere in der Defensive, erwarte ich vom Defensivverbund natürlich in der Spieleröffnung auch, im Übergangsspiel natürlich das Gleiche. Und so wollen wir alle immer wieder mitnehmen, mal mit dem Ball und mal gegen den Ball, immer wieder für die Mannschaft dann auch zu arbeiten. Und das macht er im Moment richtig gut und ist auch jetzt, denke ich mal, nach anfänglichen Schwierigkeiten auch wieder richtig gut drin, hat seine Aktion, macht jetzt auch das ein oder andere Tor mehr, dem so ein paar Prozent fehlen noch, bis er wieder zu der Stärke zurückkehrt, die er letztes Jahr schon mal hatte. Das hängt aber mehr oder weniger nur mit dem Abschluss zusammen. Da gehört auch ein Quäntchen Glück dazu. Und das muss man sich vielleicht dieses Quäntchen jetzt noch mal mehr erarbeiten, über die Konstanz halt dieses Niveau jetzt auf Dauer auch zu halten. Jetzt sind es 4 schwere Spiele in 2 Wochen, das 5. dann mit 8 Tagen Abstand. Wie geht mir das im Training an? Die Höhe werden tiefer, die Belastung höher, dann 4 solche Spiele. Wie dosiert man denn das auf diese kurze Zeit? Ja gut, es wird natürlich viel darauf hinauslaufen, dass du immer wieder zwischen den Spielen mehr oder weniger nur regenerierst und dann mal wieder aktivierst am Tag vom Spiel. Mehr wird es letztendlich nicht sein. Vielleicht die Zeit auch immer wieder mehr nutzt, um auch Standardsituationen einzuüben, um individueller nochmal zu arbeiten, vielleicht in kleinen Gruppen. Darauf wird es hinauslaufen. Klar muss man immer wieder, gerade jetzt zu den jetzigen Witterungsbedingungen, auch immer wieder
darauf eingehen, dass die Plätze deutlich tiefer werden. Das bedeutet immer wieder auch eine höhere Beanspruchung für die Adduktoren. Ja, also da muss man schon darauf eingehen. Aber unterm Strich ist es natürlich schon so, dass wir jedes Spiel auch für sich sehen müssen, um immer wieder ans Optimum anzugehen. Und wenn du dann Spieler nach einem Spiel hast, die vielleicht kaputter sind als der eine oder andere, ja, gut, dann muss man halt mal durchwechseln und diese Position erneuern. Aber wir sollten schon in der Lage sein, auch mal drei Spiele in einer Woche abzuliefern. Wie ist die Situation bei Celle? Markus hat gesagt, es ist ein bisschen was, aber nicht ganz so dramatisch. Aber ist er im Moment auch gar nicht im Training? Oder nee, im Moment ist er halt individualbereit, also wird nur behandelt, macht ein bisschen Aquajogging. Den haben wir jetzt komplett da rausgenommen und dann werden wir gucken, wie das dann so ab der neuen Woche Montag wieder aussehen wird. Aber es ist jetzt kein großer Faserriss, keine große Einblutung zu sehen, aber es ist natürlich schon so, dass wir jetzt auch gerade vor diesen entscheidenden Wochen vor der Winterpause jetzt auch nochmal jetzt kein Risiko einnehmen. Asim war gestern auch mit im Training, hat sich das gegeben bei ihm, oder? Ja, der hat vorgestern im Training ist er umgeknickt, hat da ein bisschen Sprunglängs, Achillessehnenprobleme gehabt. War jetzt zur Untersuchung, ist nichts weiteres zu erkennen, also ein Schmerzempfinden. Und da gehen wir davon aus, dass er heute wieder im Training dabei ist. Und Mergim ist nächste Woche dann wieder dabei, oder? Mergim ist auch so ein persönliches Schmerzempfinden, ist der zweite Zeh, der gebrochen ist. Ist immer wieder so ein bisschen Schmerzempfinden, das eigene. Und es stört ihn einfach in seinen Aktionen und deswegen haben wir da gesagt, gut, dann lassen wir die paar Tage jetzt auch noch raus. Bis dann wieder in die neue Woche hinein. Walter Lohan, Ost. Zu dem Spiel nicht. Schaffhausen, also war alles erklärt, das klappt am Montag Mittwoch. Nee, das Spiel gegen Schaffhausen findet am Dienstag um 19 Uhr statt. Das ist ein gutes Sprach. Das ist noch mal, ja. Ansonsten vielen Dank, schon mal ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann morgen mal.